Ja, hallo meine lieben Geoleben TV Zuseher, schön, dass du hier mit dabei bist bei diesem zweiten Teil zur Ananas, zum Bromelain. Ja, ohne Enzyme kein Leben. Was es ganz genau damit auf sich hat, das erfährst du, das kannst du dir schon denken, natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, ohne Enzyme kein Leben. Ja, was hat das jetzt mit der Ananas zu tun? Weil das Bromelain, der wichtigste Wirkstoff der Ananas, eben ein Enzym ist, ja, oder besser gesagt ein Verbund aus mehreren Enzymen. Sagen wir einfach Enzymgemisch dazu, Bromelain. Und ja, da eben Enzyme unverzichtbar sind für unser Leben, so kann man sich vorstellen, dass es bei einem Bromelainmangel, Enzymmangel, einiges an Krankheiten geben kann. Es gibt im menschlichen Organismus an die 20.000 Enzyme, wovon ca. 2.500 bisher bekannt sind. Und jedes Enzym hat quasi eine sehr, sehr spezialisierte Aufgabe. Ja, der Körper produziert an sich für sich selber Enzyme, ja, und mit zunehmendem Alter nimmt aber diese Enzymproduktion ziemlich stark ab und da kann es dann auch schon Sinn machen, hier ein wenig von außen eben nachzuhelfen. Ja, die Stoffwechselprozesse verlangsamen sich, wie wir wissen, Entzündungsprozesse werden hartnäckiger mit dem Alter. Wir nehmen zu, Protein kann nicht mehr so gut verarbeitet werden, das Immunsystem ist nicht mehr das, was es in früheren Jahren einfach mal war und da macht es, wie gesagt, dann schon Sinn, hier einfach auch Enzyme, wenn sie natürlich sind, von außen nachzufüllen. Ja, und dieses Bromelain-Gemisch kommt eben in der Ananas vor, ja, und hier wiederum vorwiegend eben im Stamm, also im Stamm innen drinnen und da auch eher wieder in unreifen Früchten. Das ist jetzt vielleicht für den Geschmack nicht so wahnsinnig gut, aber für die Gesundheit halt. Doch ich kann euch beruhigen, die Ananas hatte bei mir seine Wirkung damals, auch wenn ich lange den Stiel nicht mitgegessen habe, was ich dann aber später natürlich gemacht habe, wie ich das gewusst habe. Und im Smoothie ist es sowieso dann egal, weil der macht sowieso alles klein und smoothie-mäßig eben. Ja, doch mit Bromelain ist es ähnlich wie mit OPC. Man müsste wirklich 32 Kilogramm Ananas essen täglich, um eine therapeutische Wirkung zu haben. Ja, doch wie gesagt, für mich hat sich die tägliche halbe Ananas auch ausgezahlt. Ja, allein, weil ich, wenn ich die Ananas vor dem Frühstück gegessen habe, und das habe ich eigentlich immer, ja, viel, viel weniger dann hinterher gegessen habe. Ich habe ungefähr die Hälfte von dem normal gegessen als sonst, ja, und die ganzen Gründe, welche ich eben auch im ersten Teil schon beschrieben habe, sprechen sowieso für sich. Ja, die Ananas besteht zwar wie viele, viele Früchte eben zu sehr viel Wasser, in dem Fall sind es an die 85%, hat aber sonst das volle Spektrum an wertvollen Nährstoffen, ja, sie enthält Biotin, Vitamin E, sämtliche Vitamine und 16 Mineralstoffe, darunter eben auch Kupfer, Zink, Mangan und Jod und auch Beta-Carotin und alle Vitamine der B-Gruppe, das ist ja schon was, sogar Vitamin B12, Calcium und Kalium. Ja, und das ist schon was, doch wie schon gesagt, der Star ist ja Bromelain und Bromelain hat verdauungsfördernde, entzündungshemmende und muskelentspannende Eigenschaften. Und wenn und warum das so ist, ja, das ist natürlich auch wichtig zu wissen, weil Bromelain eine Protease ist. Das heißt, also ein Enzym, das Eiweiße spaltet und darin liegt eben die heilende Wirkung. Wenn man sich zum Beispiel verletzt, dann verursachen dort Eiweißmoleküle eine Schwellung. Es schwillt auf, die natürlich dann auch wehtut. Bromelain sorgt eben nun dafür, ja, dass sich die Moleküle viel, viel besser wiederum in ihre Bestandteile zerlegen und so einfach wesentlich schneller vom Verletzungsort abtransportiert werden können. Ich denke, das ist einleuchtend. Die Schwellung geht zurück. Patient ist quasi gerettet.
Weitere wichtige Wirkbereiche gibt es natürlich auch und die schauen wir uns auf jeden Fall an. Zum Beispiel Herz-Kreislauf-System. Bromelain sorgt einfach dafür, dass das Blut besser gerinnt, indem es wie zum Beispiel eben auch OPC dafür sorgt, dass die Blutplättchen nicht ineinander verkleben. Das beugt natürlich auch der Thrombosegefahr vor, beziehungsweise hilft bei dieser. Und hier ist es natürlich wichtig, sollte jemand auch Blutverdünner schon nehmen, das einfach auch zu berücksichtigen. Weiter kann Bromelain den entzündungsfördernden Stoff Prostaglandins Thromboxan hemmen, ja? Weswegen es sich auch zur Behandlung der rheumatischen oder rheumatoiden Arthritis eignet. Ja. Die entzündungshemmenden Eigenschaften kommen auch ins Spiel, ja, wenn es um die Besserung von Colitis und anderen entzündlichen Darmerkrankungen geht. Ja, Bromelain stärkt auch das Immunsystem, indem es einerseits dafür sorgt, dass anfallende Stoffe durch den Entzündungsprozess viel leichter abtransportiert werden oder es wirkt eben direkt und stärkt so das Immunsystem. Auch bei Krebs kommt die eiweißspaltende Eigenschaft zum Tragen und das ist natürlich wieder sehr, sehr interessant. Es ist immer interessant, wenn irgendwas bei Krebs helfen kann. Ja? Da eben die Krebszellen eine aus Protein bildende Schutzschicht einfach aufbauen, damit es dann vom Immunsystem nicht erkannt wird. Ja, die sind sehr schlau, diese Krebszellen. Und wenn man also diese Schutzschicht von Bromelain einfach, wenn diese abgebaut wird, weil es ja die Eiweiße spaltet, abgebaut wird, so kann unser Immunsystem dann die Zellen wesentlich besser bekämpfen, weil es sie dann überhaupt erstmal findet. Und weiter kann Bromelain auch bei Entzündungsprozessen im Gewebe, auch in den Knochen und auch in den Gelenken natürlich sehr, sehr hilfreich sein, stark schmerzreduzierend sein und eben die Abschwellung dann bewirken. Warum das so ist, wissen wir ja mittlerweile. Es ist schon erstaunlich, wie Bromelain mit einem Wirkprinzip eben der Eigenschaft, Proteine zu spalten, in so vielen Bereichen helfen kann und auf natürliche Weise die Selbstheilung eben fördert, um die Selbstheilung anzuregen. Und um das geht es natürlich schlussendlich, dass unsere Selbstheilung eben angeregt wird, weil wer soll uns denn heilen, wenn wir nicht selber, ja? Der Körper kann sich schlussendlich nur selbst heilen. Bei der Einnahme von Enzymen sollte man einfach beachten, dass sie direkt zu den Mahlzeiten, kurz vor, während und direkt danach die Verdauung unterstützen. Und 1,5 bis 2 Stunden vorher oder nachher ist halt einfach auch dann die optimale entzündungshemmende Wirkung erreicht. In dem Sinne, meine Lieben, ist auch jetzt wieder das Optimum des Bromelains erreicht. Ja, das Optimum von Bromelain ist erreicht. Ich habe das Wichtigste gesagt, meine Lieben, einen Daumen oder 2 Daumen hoch. Ich halte jetzt meine Ananas, wirklich mein Lieblingsobst, das mich jahrelang begleitet hat, nochmal in die Kamera. Ich bin auch wirklich ein absoluter Ananas-Fan und ich kenne mich auch aus mit dem Ding. Ich stehe dann meistens im Geschäft und dann rieche ich, wenn man natürlich riecht, ob die Ananas schon nach Pappendeckel riecht oder ob sie einfach frisch riecht, ob sie auch verschimmelt riecht, das kann man alles riechen. Also wenn ihr euch eine Ananas kauft, dann riecht immer fleißig dran, das macht einfach Sinn, ja, und sie schmeckt gut. Ihr müsst euch jetzt nicht ständig natürlich unreife kaufen, in dem Fall ist es sowieso besser, wenn man sich ein Bromelain Nahrungsergänzungsmittel besorgt, weil wie gesagt 32 Kilo haben eine therapeutische Wirkung, wenn man hier wirklich gröbere Dinge angehen möchte. Ja, in dem Sinne, hey, bleibt mir wohlgesonnen, bleibt gesund, werdet gesund, weil ihr wisst, seht, das ist wichtig, wichtiger als vieles andere im Leben. Daumen hoch, Meinung in die Kommentare, ihr wisst, wir sehen uns beim nächsten Video, Baba, ciao, ich habe euch lieb, euer Geo. Zum Beispiel, das Herz-Kreislauf-System, indem es eben wie OPC auch dafür sorgt, dass die Blutplättchen, ja, nimmt man sie circa, ja, nimmt man sie,